Die Freiwillige Feuerwehr Bergheim hatte zu einem besonderen Aktionstag eingeladen. So fand in Bergheim die Abnahme der Feuerwehrleistungsabzeichen Baden-Württemberg in Bronze, Silber und Gold statt. Außerdem hatte die Bergheimer Wehr zur Hockhetze eingeladen. Die Leistungsübungen sind ein wichtiger Bestandteil der Fortbildung bei den Feuerwehren. Durch intensives Training erlangen die Feuerwehrfrauen und Männer die notwendige Sicherheit für den Einsatz. Die Leistungsübungen werden als Übungsszenarien durchgeführt und sind in die drei Stufen Bronze, Silber und Gold gestaffelt. Dabei spielen Faktoren wie Zeit, falsche oder fehlerhafte Ausrüstung, Sicherheitsaspekte und Fahrzeug eine wichtige Rolle. Einundzwanzig Feuerwehrgruppen aus dem Landkreis Esslingen hatten sich zu der Abnahme angemeldet, um ihr Können unter Beweis zu stellen. Für das Leistungsabzeichen in Bronze muss ein Löschangriff und eine Personenrettung mit tragbaren Leitern aus dem ersten Obergeschoss durchgeführt werden. Die Wasserentnahme erfolgt von Hydranten. Für das Leistungsabzeichen in Silber sind zwei Einsatzübungen durchzuführen, ein Löscheinsatz mit Wasserentnahme aus offenem Gewässer sowie ein technischer Hilfeleistungseinsatz. Dabei muss eine Person aus einem verrauchten Gebäude mit Atemschutz gerettet und erste Hilfe geleistet werden. Für das Leistungsabzeichen in Gold sind dieselben zwei Übungsszenarien wie bei dem Leistungsabzeichen in Silber durchzuführen. Dazu kommt noch eine schriftliche Prüfung über das notwendige Fachwissen. Ein Schiedsrichterteam betreut jede einzelne Leistungsposition und vergibt Fehlerpunkte. Zum Einsatz kommen eine Bandbreite von unterschiedlichen Strahlrohren und Sprühdüsen. Nach Abschluss der Übung wird die gesamte Ausrüstung sorgfältig demontiert und zum Rücktransport in den Fahrzeugen verstaut.